Neues Thema, Minimum und Maximum. Wir haben hier oben einen Term, der ist quadratisch. Woran erkennt man das? Die höchste Potenz ist im Quadrat. Bis dahin kommt es nicht so oft vor. Also wenn ein x hoch 3 dran steht, ist es kein quadratischer Term. Wenn nur ein x normal vorkommt und kein x Quadrat, ist es kein quadratischer Term. Also hier haben wir 2x Quadrat stehen, also ist es ein quadratischer Term. So, mit dem können wir einige Sachen machen, zum Beispiel eine Termtabelle machen. Was wir aus dem ablesen können, was wir daraus folgern können, das werde ich euch jetzt erklären. Also wir haben hier eine Termtabelle gemacht. Wie geht sowas? Man nimmt für ein bestimmtes Intervall einfach x-Werte, minus 3 bis 4 habe ich jetzt genommen, das variiert pro Aufgabe, und dann setzt man diese Werte für x da ein. Also wenn ich hier minus 3 einsetze, dann wird aus dem x² ein plus 9, mal 2 gibt 18. Hier, wenn ich das minus 3 einsetze, gibt es plus 12, weil minus 4 mal minus 3 plus 12 gibt. Bin ich bei 30, ziehe 1 ab, bin ich bei 29. Und so gehe ich das jetzt nach und nach durch. Minus 2 zum Quadrat gibt 4, mal 2 gibt 8. Hier gibt es plus 8, bin ich bei 16, ziehe 1 ab, ist 15. Ich will euch das jetzt nicht alles vorrechnen. Das nächste, was kommt, ist 5, dann minus 1. Man sieht, es wird immer kleiner. Moment. Irgendwann nicht mehr. Irgendwann geht es dann hier, wird es wieder größer. Und das ist immer so bei quadratischen Termen. Immer wenn ich einen quadratischen Term habe, geht es in eine Richtung. Also hier jetzt zum Beispiel fallen, fallen, fällt nimmer so viel, fällt nimmer so viel, steigt wieder. Und das geht auch in die andere Richtung. Man kann es auch dann zum Beispiel steigt, 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 steigt wenig, steigt nicht mehr, fällt, 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 fällt. Das ist eine Eigenschaft von quadratischen Termen. Das lernt er aber eigentlich erst in der 10. Klasse. Nur, was können wir jetzt dafür eine Vermutung anstellen? Wir können doch sagen, und das sind wir beim Thema Minimum und Maximum, das hier könnte der kleinste Wert sein. Weil ich denke mal, wenn ich in die Richtung weitergehe gegen unendlich und in die Richtung weitergehe gegen unendlich, dann werden die Zahlen immer noch größer werden. Man könnte zum Beispiel ja auch klar feststellen, dass wenn die 5 hier dran steht, muss wohl die Zahl 29 kommen, weil sich das ja immer wieder doppelt. Also können wir jetzt bei diesem Term sagen, dass das vielleicht der kleinste ist, also das Minimum. Also können wir sagen, T-Min, das Term Minimum, ist minus 3, der kleinste Termwert, für x gleich 1. Es ist eine Vermutung, weil es könnte ja auch sein, dass da dazwischen, zwischen der 0 und der 1, bei der 0,5 noch ein kleinerer Wert liegt. Wir wissen es ja nur für die ganzen Zahlen, die wir hier berechnet haben. Also nur eine Vermutung anhand dieser Termtabelle. Es gibt aber auch eine Schreibweise für den quadratischen Term, da können wir es direkt ablesen. Und diese Schreibweise ist wie folgt. Das schaut jetzt kompliziert aus, aber vor der Klammer steht etwas, in der Klammer steht ein x minus m zum Beispiel oder x minus 3 in Klammern zum Quadrat und außen steht ein n. Aus der Schreibweise kann ich es direkt ablesen. Das ist ja nichts anderes wie ein quadratischer Term, nur eben in Klammern geschrieben. Also, wenn ich nämlich das habe, kann ich es direkt rauslesen. Da brauche ich keine so eine Termtabelle machen. Das a steht dann für Maximum oder Minimum. Ist nämlich das a vor der Klammer kleiner 0, also negativ, dann ist es ein Maximum. Dann ist quasi ein Term-Maximum vorhanden. Das hier, da steht, dann würde dann bei der Aufgabe T-Max dran stehen, wenn hier ein negativer Wert ist. Ist er allerdings größer 0, also zum Beispiel 1, 1,5, 2, 7 oder sowas, dann ist es ein Minimum. Dann muss ich wie hier Term-Minimum hinschreiben. Weiter geht's. Das, was in der Klammer steht, das ist mein x-Wert. Also wenn jetzt zum Beispiel x minus 3 dran steht, und man muss aufpassen, es muss ein Minus stehen, bei x minus 3 in der Klammer wäre mein x-Wert, den ich hier hingeschrieben habe, gleich 3. In dem Fall, weil ich es jetzt als Parameter hinschreibe, ist es eben m. Also die Standardaufgabe wäre hier einfach das hinten abschreiben und das ist dann der x-Wert. Steht hier ein Plus, muss ich aufpassen, denn immer in der Formel zum Ablesen ist es hier ein Minus. Also muss ich mir das noch umdrehen und ein Minus draus machen. Wenn jetzt hier plus 3 dran stehen würde, dann wäre minus 3 mein x. Und das hinten, das ist mein Terminum oder Maximum. Also hier Termin ist gleich minus 3, das ist das, was dann da hinten steht. In der Aufgabe konnte man es jetzt nur durch Zeichnung machen, hier auf der Aufgabe kann man es ablesen. Vielleicht war es etwas kompliziert, deswegen machen wir das jetzt anhand von einem Beispiel. Hier ist jetzt quasi für a und für m und für n jeweils ein Wert eingesetzt. Und aus dem können wir es ablesen. Wir gehen vor. Wir schauen uns das Ganze vor der Klammer an, sagt uns, ist kleiner 0, also haben wir ein Termmaximum. Das Termmaximum ist wie groß? Das ist das, was hinten steht. Das Termmaximum ist 4, weil das der Wert ist, der hinter der Klammer steht.
Und der x-Wert, der dazugehört, also das, was wir hier oben hatten, der ist 3, weil in der Klammer ein 3 steht. Und so lässt sich das ganz leicht ablesen. Ihr müsst jetzt noch nicht wissen, was dahinter steckt, aber ihr könnt es quasi in der Form ablesen, ob der Term einen höchsten Wert oder einen niedrigsten Wert hat. Warum er nur einen davon hat, ist auch klar, das war hier das. Hier wird es immer größer und auch hier wird es immer größer. Er hat entweder ein Minimum, wie in dem Fall, oder wenn es eben steigt, dann hat er eben ein Maximum. Schauen wir uns noch ein weiteres Beispiel an. Hier würde er sagen, oh Mist, das ist ja gar nicht in der Schreibweise. Doch, ist schon in der Schreibweise. Denn hier müsste ja eigentlich eine Klammer x minus noch irgendwas stehen. Jetzt ist aber das hier x minus 0. Also x minus 0 schreibt man nicht, also wird daraus ein x Quadrat. Und deswegen kann man das hier auch weglassen. Aber deswegen kann man es trotzdem rauslesen. Ich habe quasi einen Wert, der größer ist als 0. Also gibt es hier ein Term Minimum. Das Term Minimum ist das, was natürlich hinten steht. Jetzt nicht außerhalb von der Klasse, aber Klammer, aber hinten. Nämlich minus 3. Und der x-Wert ist 0, weil quasi hier statt dem x auch x minus 0 dran stehen könnte. So wie es hier ist. Und dann könnte ich es ja rauslesen. X minus 0, dann ist der Wert, nämlich der Nullwert, mein x-Wert. Also, nochmal zusammengefasst, ist echt schwer. Wir haben bei quadratischen Termen immer entweder ein Minimum oder ein Maximum, weil es in die anderen Richtungen entweder größer oder kleiner wird. Ablesen können wir das nur bei dieser einen Form, wo wir es hier mit der großen Formel stehen haben. Das, was vorne dran steht, ist Minimum, Maximum, innen drin ist der x-Wert und außen ist, wie hoch ist dieser T-Min oder dieser Funktion oder dieser Termwert. Was wir berücksichtigen müssen, ist, dass es nur daraus abzulesen ist. Aber in der nächsten Stunde oder beim nächsten Video werden wir lernen, wie man diesen einen Term da oben, der noch keine Klammern hat, so umformt, dass er ausschaut wie dieser Term, wo man es direkt ablesen kann. Für heute reicht es, wenn ihr wisst, wie man aus diesen Termen oder aus diesen anderen Termen ablesen kann, ob es ein Maximum ist oder ein Minimum, wie groß das Maximum oder Minimum ist und für welchen x-Wert dieser Term ein Maximum oder Minimum hat. Bis zum nächsten Mal.